Servus Leute, willkommen zurück zu Medieval. Ja, ich habe jetzt den ersten Part gerendert und hochgeladen. Das Ganze hat über 2,5 Stunden gedauert. Und ich habe vergessen, die eine Stelle daraus zu schneiden, wo man meinen vollen Namen sieht. Ja, ich habe die Rohdatei zwar noch, aber im Ernst. Das alles hat jetzt so lange gedauert, da bin ich einfach zu faul dafür. Naja, egal. Gut, das war das. Ja, ich habe jetzt gesagt, etwa 2,5 Stunden oder sogar noch ein bisschen mehr. Nicht mehr weitergespielt. Und ich hoffe, gibt es irgendwo Speicherpunkte. Wieso kann ich sehen, welches Wasser tief ist? Level 2. Vorsicht! Hinter diesen Toren wartet Zarok und hackt mit den Dämonen aus dem Mausoleum bereits die übelsten Pläne aus. Ein kleiner Niemand sollte sich schleunigst aus dem Staub machen. Was ist eine Warnung, dass ich da gar nicht rein soll? Ach, egal. Wahrscheinlich habe ich jetzt so viel übersehen. R1. Willkommen im Heldensaal, wo die mutigsten Krieger der Geschichte nach ihrem Tod miteinander singen, feiern und Arm drücken. Wenn ihr euch als ihrer würdig erweist, geben sie euch vielleicht eine neue Waffe in die Hand. Auftrag. Achso, du bist einer dieser Goblins oder wie die heißen. Ja, das mit der neuen Waffe. Ich könnte das DLC nutzen, aber da müsste ich erstmal das Internet auf der PS4 einrichten, weil irgendwie hat die PS4 immer noch meinen alten Internetrouter von A1 gespeichert und ich habe ja 3, also ich persönlich hier hinter mir im Zimmer, deswegen muss ich das erst umstellen. Aber nun gut, vielleicht irgendwann mal. Zollt den Helden Tribut, indem ihr euch vor ihre Statuen stellt und auf spirituelle Führung wartet. Das ist ein Armbrustschütze, so wie Wilhelm Tell. Also. Captain Fortescue, ich bin's, der Schlaue Tim. Wie läuft's in der Schlacht? Ich würde ja zu gerne selbst eingreifen, aber wartet, ich kann euch meine Armbrust mit Schnellfeuer geben, mit der ihr die Pfeile an Wänden ablenken und so um Ecken schießen könnt. In der Schlacht von Gellamir habe ich damit auf Zaroks besten Krieger Lord Cador geschossen, als ihr schon tot wart. Ein Volltreffer ins Auge, ja! Nicht, dass ein Augenschuss eine tolle Leistung wäre, Sir. Leb wohl, Sir. Eine Armbrust. Oh. Ich hab Bolzen. Na gut. Genau, hier bin ich. Also Sir Daniel, wer ist denn nochmal? Steht hinten auf der Hülle drauf. Moment, ich guck mal. Hülle, ich hab's extra weit weggelegt, ich töne. So, Sir Daniel Fortescue. Ich habe auch übrigens so eine Metallbox da. Also so eine. Keine Ahnung, was man. So, ihr wisst schon, was man eben bekommt, wenn man vorbestellt und so. Okay, der hat einen Hammer, einen mega dick fetten Hammer. Der hat ein mächtiges Schwert. Genau. Da ist dieser Kelch. Hoppla, Kelch umgekickt. Das heißt, ich muss wahrscheinlich mehrere Kelche finden. Vielleicht ist ein dicker Speicherpunkt. Nur wenn ihr euch wahrhaft als würdiger Held erweist,
könnt ihr zur höheren Ebene dieses Saals aufsteigen. Wenn ihr allen Helden im unteren Saal gehuldigt habt, verfestigt sich die geisterhafte Treppe. Okay, das heißt, jetzt falle ich zwar noch durch, aber sobald ich hier alle Helden geehrt habe, komme ich weiter. Na, jedenfalls habe ich eine Armbrust, damit kann ich jetzt wenigstens auf Distanz gehen. Dauerfeuer auch noch. Das gibt's doch nicht, dass ich keinen Speicherpunkt finde. Übrigens, das hier ist 4K-Grafik, aber ich kann leider nicht in 4K rendern. Okay. Das war das Ende des Levels. Das ist wie eine Krypta. Friedhofsvögel. Ich gehe mal zu meiner Krypta. Kann man hier zwischendurch nicht speichern, sondern einfach nur so Level verlassen? Das war doof. Naja. Rückgepatzer Schild hat schon viele schlecht platzierte Helden gerettet. Okay, da ist meine Krypta. Das sind genau zu sein. Und da komme ich. Oh, hier liegt ein Schatz. Oh, hier liegt noch einer. Achso, ich schätze, komm wieder. Das heißt, so kann ich farmen. Da lag ich, bin ich aufgestanden, da ist mein Bildnis. Mein geiles. So, das ist generell wieder alles Tutorial. Energiefläschchen, achso, ich habe kein neues Fläschchen, das heißt, das wird nicht neu gemacht, sondern einfach nur so. Wegen, ach, du hast es gefunden. Muss ich die Runde gleich nochmal einsammeln? Ja. Muss ich das ganze Level neu machen? Tralalalalalala. Offensichtlich sein, wenn ich jetzt. Ah, ich komme einfach so aus, also Fortschritt ist weg. Das heißt, man kann nicht zwischendurch speichern. Dann möchte ich dieses Level jetzt. Das war geil gerade. Möchte ich dieses Level jetzt eigentlich nicht anfangen? Schauen wir mal. Bei längeren Level muss man doch zwischendurch speichern können, oder nicht? Auch noch aus dem Grab. Aber ihr kommt zu spät, Fortescue. Meine Armee ist bereits auferstanden und ihr werdet hier nie herauskommen. Ha! Okay, ich werde mal Ladescreens, die wir schon gesehen haben, die werde ich eventuell rausschneiden. Manche Hindernisse lassen sich mit Keulen und anderen Waffen zerschmettern. Experimentiert etwas herum. Schade, dass Sodemir nicht reden kann, aber nun gut, er ist ein Skelett. Skelette haben keine Zungen. Was sind die Seelen? War wahrscheinlich für den Kelch brauche. Meine Armbrust ist weg. Moment. Scheiß Telefon. Also, was wollen die denn? Gar nichts wollen die. Vielleicht
kann ich den Arm durch die Armbrust ersetzen. Den kann ich nicht. Ich kann nur meine Hauptwaffe ersetzen. Boom. Jetzt gebe ich es euch. Oh nein, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich nicht auf meine Energie geguckt. Habe ich jetzt verloren? Also Lebenskraft verloren? Aber das hat ja ziemliche Reichweite. Okay, Lebensfläschchen. Was ist denn? Luftdurchchen, Armbrustbolzen. Halten wir erstmal mein Geld. Will ich das Schild nehmen? Eher dekorativ als schützend. So kann ich mehrere davon mal schmeißen. Schwimmen wir noch mehrere davon mal? Ja. Einfach abknallen, die Wurfmesse. Der Wurf durch. Das sieht schon nice aus und vor allem bin ich jetzt auch nicht mehr so gestresst wie im ersten Part. Wieder wegrollt. Von großem archäologischem Interesse. Zerstört den Felsblock und holt euch die kostbaren Schätze darin. Gut, werde ich mal mit. Geht nicht. Auch eine Unterwaffe, eine fette Keule. Der Rennen, ich finde das so lustig. Okay, was habe ich denn sonst noch? Ich auch nicht weiter, aber auch eine dicke Waffe. Ach, verdammt. Okay, so kann ich mich ducken. Moment. Da hinten ist frei. Wow. Schatz, hätte ich gern. Na, wegbauen. Aua. Aua. Scheiße. Jetzt kann ich rennen. Oh, da ist ein Schatz, den will ich haben. Da hinten liegt noch ein Schatz, ich sehe ihn ganz genau. Gut. Kupferschild. Huch! Aua. Okay, die brennenden rollen runter. Die normalen, die rollen gerade aus. Die brennenden schaden mir, glaube ich. Ah, jetzt sehe ich, das ist die Stärke meines Schildes, das ist orange.
Nein! Da! Oh. Fick dich doch! Bang, wenn ich da vorne runtergefahren bin. Moment. Das ist die Chance, die ich nutzen würde. Wie das aussieht, ich muss sagen, die Grafik. Oh. Ja, Bewegung. Ich muss sagen, die Grafik sieht echt hammerschön aus. Was zum? Hoch. Wir haben versagt. Nehmt unser Leben. Ist das nicht etwas übertrieben? Ein kluger Abenteurer geht bei der Erkundung eines Gebiets gründlich vor. Verborgene Stellen bergen reiche Belohnungen. Alles klar. Ich bin nicht aber nicht zu sein heilen. Ach, genug aufgefresht. Trotzdem suche ich immer noch nach einem Speicherpunkt. Und ich kann sämtliche Level wieder besuchen. Das werde ich wahrscheinlich auch, wenn ich eine andere Waffe habe. Ich glaube, ich werde zukünftig die Ladescreen zwar schon zeigen, aber nur kurz. Dann könnt ihr pausieren und könnt ihr lesen, was da stand. Ihr betretet ein Haus der Qual. Angeblich gehen böse Dinge in den Geheimkatakomben unter diesem Saal vor sich. Das gefällt mir. Okay, da vorne zeigt mein E-Licht schon hin. Moment. Ah. So funktioniert das also, alles klar. Gut. Wow. Oh, kleiner Licht. Ist wahrscheinlich noch mehr, ja, ist klar. Easy. Noch. Okay. Ich sollte meine Bolzen vielleicht aufheben. Für irgendwelche krassen Gegner. So ist es einfach. Da kommt noch mehr raus. Dreh dich doch um. So. Warum leuchtet das so? Das eine genau. Keule gefunden, yes. Oh, ich zermatsch dich. Wie geil ist das denn? Damit kann ich bestimmte Felsen einschlagen. Hier komme ich nicht weiter. Ich kann einfach alles zermalmen damit. Ich bin das wütige Skelett. Das schlagwütige. Ah. Ich kann auch rein, super. Buch. Was sagt der Buch? Vorsicht vor diebischen Kobolden. Diese Halunken ziehen euch bis auf die gepanzerte Unterwäsche aus. Man erzählt sich, sie verhökern ihr Diebesgut an die Gargoyle-Händler. Super. Vorsicht vor diebischen Kobolden. Ja, das kenne ich, vielleicht sagst du noch mehr. Sie euch bis auf die gepanzerte Unterwäsche aus. Man erzählt sich, sie verhökern ihr Diebesgut an die Gargoyle-Händler. Also, es ist nichts mehr. Gut. Und ja, und ich matsch euch platt. Komm her. Ihr werdet mich nicht ausziehen, bis auf meine gepanzerte Unterhose. Unterwäsche. Na
Ah, wollt ihr noch mehr auf die Schnauze? Bams, bams. Eure Mütter werden euch nicht mehr wiedererkennen, wenn ich wieder fertig bin. Boah. Wie sieht's der Gatsche? Okay, rot, blau, rot. Da ist er, nein, sehe ich. Aber gleich war er erstmal. Ich bin doch so blöd, ich habe mit der Keule auf die Stacheln geschlagen. Ah, mit dem Schwert kann ich das zerstören, nicht mit der Keule. Okay, ich brauche verschiedene Waffen, verschiedene Aktionen. Oh. Ja, ich weiß Hand. Okay, ich brauche verschiedene Waffen, verschiedene Dinge zu zerstören. So, blöd, jetzt habe ich meine Keule weggeworfen. Ja, Tatsache. Schade. Dafür kann ich irgendwo neu kaufen. Eine Erdrune und eine Mondrune. Ah, ich kann da reingucken. Dann gehen wir mal weiter. Immer kein Speicherpunkt in der Nähe. Langsam frage ich mich, ob es die hier überhaupt gibt. Weg. Aus mir gar nichts hier. Hier, friss Klingenstahl. Klingenstahl. Oh, noch mehr. Ich will nicht, dass mir was klaut. Komm her! Wehe. Erdrohne. Der Boden bricht ein. Verdammt, da hinten war aber doch noch irgendwie was. Ich hab's doch genau gesehen. Verdammt. Ich wette, hier gibt's in dem Spiel 100% und ich habe die 100% jetzt versaut. Da hinten war bestimmt die andere Rune. Ja. Nein, du nicht. Hast du mir gerade mein Schwert geklaut? Nein, meinen Arm wirst du mir nicht wegnehmen. Oh, von euch gibt es noch mehr. Schmeckt meine Hand. Ja. Ich watsch dich weg. Okay, da ist eine Treppe. So komme ich wieder hoch. Arm dran. Genau. Bam, ist ins Gesicht. Boah, ich fotze euch weg. Krass, Junge. Ja, leider habe ich jetzt meine Waffen verloren. Der Buntglasdämon ist der Meister des Mausoleums. Seine elende Seele steckt in einem gefrorenen Glasherz. Diese eisige Bedrohung ist in einen Schleier der Dunkelheit gehüllt, unter dem Mausoleum zu finden. Ist klar, unter dem Mausoleum. Hau ab. Kommt da raus? Okay. Schon wieder ein neuer Hau-Up. Wehe, ihr klaut mir meine Dolche. Da, du willst meine Dolche, da hast du sie. Du Sau. Ich will schön meine Dolche wieder. Und wie kann ich mich heilen? Der zweite. Mondrune. Da geht's auch weiter. Ich würde jetzt gern speichern, um ehrlich zu sein. Ah, Shortcuts.
meine Keule ist wieder da. Bums. So, jeder Schlag ist 1% weniger. Ihr betret. Ich will jetzt trotzdem gern safe und beenden. Ich glaube, das geht hier gar nicht. Nun gut, dann ich werde mal schauen. Ich werde die PS4 im Ruhemodus schalten. Vielleicht geht das dann, dass das Spiel trotzdem weiterläuft. Dann würde ich sagen, das war Medieval. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.